Alter! Alter! Hier drin ist auch noch was. Jetzt habe ich einfach so beinahe unendlich Munition. Seguke, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games, wieder auf meinem Michi-Server, wo auch sonst. Ja, YouTuber-Rang ist halt wirklich cool, ne? So, leider nur ein Helm, sonst nix. Und generell auch keine Waffe, das finde ich ein bisschen schade. Ohne Waffe komme ich nämlich nie gut klar. Ich renne mal in die Richtung da. Da sieht es eigentlich ziemlich toll aus. Abgesehen davon, dass der andere auch noch dahin geht. Und dummerweise habe ich noch keine Waffe, obwohl die Schutzphase schon beinahe rüber ist. Werde aber auch nicht von jemandem verfolgt, der besser dran ist als ich. Aber den hole ich mir jetzt gerade mal. Komm. Bitte, bitte. Der greift mich nicht an, deshalb mache ich mit Jump, weil so mache ich mir Schaden. Crit natürlich, ne? Ja, Leck des Todes. Entweder von ihm oder von mir. Naja, ich weiß es nicht. Ja, geil. Sowas hat man natürlich gerne. Schau mal. Oh, ne, ist von mir. Ja, geil. So konnte er mir natürlich jetzt entkommen. Glücklicherweise bin ich nicht gestorben. Aber da ist er ja gleich. Ne? Wo ist er hin? Ja, danke, der ist einfach disconnected. Damit ich keinen Kill kriege. Mhm. Sicher sozial, ne? Ne, nicht damit ich keinen Kill kriege, sondern damit er keinen Killabzug kriegt. Sowas finde ich richtig geil. Alter, was war das für eine Kiste? Einfach zwei Bögen auf einmal in einer Kiste und dementsprechend auch direkt 16 Pfeile. Naja, sowas habe ich natürlich gerne. Nicht so wie die Leute, die einfach disconnecten. Essen. Essen. Ja. Oh, hab ihn. Naja, er war nicht so gut ausgerüstet wie ich und ich habe ihn eigentlich viel besser getroffen. Boah, und ich hatte Lex des Todes während dem Kampf. Einfach Lex des Todes. Oh mein Gott. Aber wo ist der andere hin? Den hole ich mir jetzt noch. Der kann mir nicht erkommen. Der darf mich... Davon ist er. Komm, den Helm brauche ich einfach. Nee. Er hat keine Waffe, deshalb gehe ich einfach... Doch, er hat eine! Hä? Erstmal, richtig schnell hat er mich getötet, obwohl ich die Harnisch und alles mögliche hatte. Und zweitens mal hatte der viel weiter schlagen können als ich, obwohl ich eine Axt hatte. Das ergibt keinen Sinn für mich. Ich glaube nicht, dass der gecheatet hat, aber irgendwie ist hier die Minecraft-Logik vollkommen am Arsch. Verstehe das nicht. Eigentlich mit der Axt kann man weiter, also hat man eine größere Reichweite als mit dem Schwert. Deshalb ergibt das gar keinen Sinn für mich. Naja, egal. Wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Runde. Seguke, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur zweiten Runde. Wir spielen hier auf der Map Asia Games. Ich laufe dir hinterher. Ja, das hört sich schon mal ganz toll an. Ich hoffe, der meint nicht mich. Aber ich glaube, der meint irgendein Teamkumpane oder so. So, jetzt direkt versuchen am Anfang so viele Kisten wie irgendwie möglich zu holen, weil hier hat es sehr, 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 sehr wenig Chests auf dieser Map. Und genau da beginnt auch mein Problem sozusagen. Eben hier hat es sehr wenig Chests. Und demnach muss ich eigentlich so schnell wie möglich alle Chests holen, die ich weiß, wo sie sind. Bevor es andere Leute tun, weil da ist auch schon jemand, der es versucht. Das hier ist nämlich eine ziemlich bekannte Chest, habe ich das Gefühl. Und durch meine Legs konnte ich jetzt nicht richtig jumpen. Der weiß auch nicht genau, wo sie ist. Das ist mein Vorteil. Da jump ich auf jeden Fall nicht runter, weil sonst bin ich direkt tot. So, und zwar ist sie hier hinten. Nein, Alter. Das war ein gemeiner Sprung. Keine Chance hatte ich da.
weil ich so weit runtergegangen bin durch den Sprung. Kacksprung. Alter, ich weiß dummerweise auch nicht, wo die Kiste ist. Die muss doch hier irgendwo sein. Ich glaube, hier unten. Ja? Ja. Hier unten ist diese, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Ja. Okay, habe eine. Ja, Schwert. Schwert. Ja, Waffe. Yeah. Oh mein Gott, das ist so wichtig, auf dieser Map eine Waffe zu haben. Und so ultra schwer überhaupt etwas zu kriegen. Und ich bin einfach direkt so richtig gut ausgerüstet. Also, gut ausgerüstet. Für diese Map ist es richtig gut. Natürlich habe ich aber Bugs. Ja, richtig geil. Ach komm, das Internet, das ist mal wieder richtig cool drauf heute. So mag ich das Internet, so ist das mein bester Freund. Naja, egal. Versuchen wir noch mehr Chests zu holen, bevor sie die anderen holen. Weil ich habe das Gefühl, die... Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Alter, ich packe hier in der Gegend rum, als... Als ob das das Ziel des Spiels wäre. Naja, egal. Ich versuche trotzdem was zu reißen. Hoffe, ich werde jetzt nicht schon wieder zurückgepackt. Das würde mich nämlich richtig nerven. Aber ich verstehe jetzt nicht, wieso das Internet plötzlich so kacke. Okay, jetzt glaube ich, ich weiß, weshalb das Internet immer so scheiße ist. Weil jetzt ergibt das Ganze Sinn. Dummerweise kann ich da nichts dagegen tun. Aber egal, ich werde jetzt nicht sagen, worum es oder weshalb das ist so ist. Weil das nicht das Ziel des Spiels ist. So. Vielleicht ist hier eine Kiste. Ich kenne mich hier sehr, sehr schlecht aus auf dieser Map. Weil die Kisten, die ich jetzt bisher geholt habe, das heißt die am Spawn und die dabei im Sand, das sind so ziemlich die einzigen, die ich hier überhaupt kenne. Ich hoffe, hier oben hat es was, aber das glaube ich irgendwie nicht bei dieser Map. Weil hier hat es so richtig wenig Chests. Auf dieser Map, das ist einfach nur... Oh doch, hat eine. Ja, richtig geil. Ernsthaft? Willst du mich eigentlich verarschen? Guck, ich baue jetzt einfach mal die Map hier auf. Ah, jetzt habe ich es gekriegt. Aber ich backe jetzt hier wieder. Mann! Ernsthaft? Aber immerhin weiß ich jetzt, woran es liegt. Und ich kann nichts dagegen machen und das nervt. Das ist so richtig nervig. Freue mich dann, wenn ich ausziehe, dann habe ich dann mein ganz eigenes Internet. Für mich ganz alleine. Joch, lecker. Und das Beste dabei ist, ich muss nicht immer aufräumen, wenn jemand anders hier ausräumt. Boah, auf das freue ich mich richtig, auf das Ausziehen irgendwie. Irgendwie finde ich es ja schon traurig. So weg von zu Hause und so für immer. Außer für Besuche. Aber es hat auf jeden Fall seine Vorteile. Und ich hoffe, hier drin ist eine Chest. Ich glaube, dass da hinten ist eine. Oder? Ja. Da. Helm. Ja, genau. Alle Sachen, die ich überhaupt nicht brauchen kann. Mann. Aber so viele Kisten habe ich noch nie auf dieser Map gefunden. Wenn ich das ehrlich mal sagen darf. Das ist aber tragisch eigentlich, weil ich habe gar noch nicht so viele Kisten. Immerhin habe ich eine Waffe, zwar nicht so eine gute, wobei es ist doch so stark wie ein Steinschwert, was so gesehen eigentlich die stärkste Waffe ist, die man überhaupt erhalten kann, abgesehen von selbstgecrafteten. Hier ist einfach nichts, oder? Ist hier wirklich einfach nichts? Dann ist das tatsächlich nur eine Todesfalle sozusagen. Moment, habe ich da draußen gerade eine Chest gesehen? Nee, doch nicht. Echt? Ernsthaft? Ich werde genau wegen so einem Leck werde ich noch sterben heute. Genau wegen so einem Leck. Mann, das darf ja wohl nicht wahr sein. Heute Morgen hatte ich so gutes Internet und hatte einfach keine Zeit, richtig aufzunehmen. Wobei hier habe ich volle Dings, volle Balken. Ich glaube, bei dieser Insel ist noch was. Weil es noch nicht geholt wurde, natürlich. Das ist auch die Frage. Aber es leben nur noch 7 Leute, das ist... Ach komm.
Das ist auf jeden Fall gut, wenn nur noch 7 Leute leben, weil je kleiner die Konkurrenz, desto größer die Chance auf einen Sieg. Grafikkarte brauche ich auf jeden Fall auch neuen, aber ich glaube, als nächstes kaufe ich mir einen neuen Internetstick. Ich habe einen richtig coolen gesehen, also cool, richtig cool auf jeden Fall nicht, aber kostet recht viel und wird auf jeden Fall, falls alles nach Plan läuft, die Leistung extrem erhöhen. Das wäre ziemlich nice. Ich glaube, jeweils pro Insel ist eine Kiste oder so. Ich werde nachher noch da auf die Schneeinsel gehen und falls die Zeit noch reichen sollte. Da hat schon wieder jemand das Spiel nicht verlassen. Nee, Spaß. Ich weiß nicht genau, was mit dem passiert ist. Wahrscheinlich Fallschaden oder Hunger oder was weiß ich. Jedenfalls, falls die Zeit noch reicht, werde ich da auf diese Insel noch gehen und wenn Kistenrefill ist, möchte ich eigentlich in der Mitte sein. Das wird ziemlich gut. Aber ich glaube, das sind dann recht viele Leute. Nur eigentlich bei dieser Map ist es ziemlich klar, dass derjenige, wer beim Kistenrefill in der Mitte ist und natürlich alle Kisten holen kann, ohne zu sterben, dass der dann am Ende auch gewinnen wird. Und das ist so mein Problem. Deshalb müsste ich eigentlich in die Mitte. Da oben haben wir auf jeden Fall Futter. Das nehme ich am besten mal mit. Also Futter, mit Futter meine ich natürlich Kühe. Außerdem könnte es auch von Vorteil sein, wenn ich davon EXP kriege. Alle Kisten werden in einer Minute aufgefüllt. Sollte eigentlich in die Mitte gehen. Jetzt gerade. Ich glaube, das mache ich auch. Aber das dauert auf jeden Fall länger als eine Minute. Da bin ich ziemlich sicher. Oh nee. Hohes Fleisch ist eigentlich ganz schlecht. Das kann man nicht so gut brauchen. Aber mal schauen, davon ist auf jeden Fall eine Kuh. Weil es gibt ja auch noch dieses Sättigungslevel. Und der Ruß, vielleicht hat er nicht so hohes. Hier ist einer. Ja, auf jeden Fall. Was läuft bei dem? So, naja. Wahrscheinlich hätte der eh nicht so eine tolle Chance gegen mich gehabt. Halt einfach, weil ich viel besser ausgerüstet war als der. Oh ne, shit, jetzt habe ich es verpasst. Ich glaube, der hat mich irgendwie gesehen und irgendwas ist danach noch passiert. Ich weiß nicht, was der da genau gemacht hat, aber ist mir eigentlich auch wurscht. Ich mir schnauze. So richtig schnauze ist hier unten irgendwas. Ich hoffe es mal. Geh hier nicht freiwillig runter. Ja, hier ist auf jeden Fall was. So ein Dungeon. Hoffentlich ist hier auch was drin in dem Dungeon. Nicht einfach nix. Das finde ich nämlich ziemlich schade. Alter! Alter! Hier drinnen ist auch noch was. Jetzt habe ich einfach so beinahe unendlich Munition. Alter! Das nenne ich doch mal richtig geil. Das kann ich... Alter! Oh mein Gott! Läuft bei mir auf jeden Fall, würde ich mal meinen. Ich habe jetzt einfach praktisch gar nichts wirklich Gutes durch diese Chest erhalten. Naja, schade. Das Deathmatch startet in 30 Sekunden. Was? Es hat noch mehr Pfeile? Ja gut. Mehr kann ich wirklich jetzt nicht mehr brauchen. So viele Pfeile, wie ich jetzt habe. Noch 4 Leute leben. Alter, diesen Ort hier merke ich mir auf jeden Fall. Und das ist geil. Ich glaube, der Bogen, der würde nicht mal lang genug halten, um die ganzen Pfeile hier zu verschießen. Boah, Alter, was Pfeile betrifft, bin ich jetzt richtig OP ausgerüstet. Da drüben ist einer. Die sind alle schlecht ausgerüstet. Okay, hab ein Lag. Geil. Im Deathmatch ein Lag. Sowas kann man ja auch gar nicht brauchen, ne? Alter, das ist natürlich ideal. Und jetzt grad so ein grobes. Oh, Finale. Und ich hab's überhaupt nicht mitgekriegt, wie die anderen gestorben sind. Die hätten mich so... Oh, ich habe gewonnen.
Lol, Chichi, ich habe einfach überhaupt nichts mitgekriegt wegen dem Lag. Also ganz ehrlich, diesen Sieg habe ich jetzt einfach nicht verdient wegen dem massiven Lag. Alter, aber war schon witzig irgendwie. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Ich muss jetzt noch so viel aufnehmen. Boah, schon 22 nach 3. Alter, Alter, Alter. Dann, ja, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Diesmal mal ausnahmsweise ein Sieg durch das Lag, anstatt eine Niederlage durch das Lag. Das hatte ich auch noch nie, muss ich ehrlich sagen. Ist schon seltsam. Aber egal, ich freue mich natürlich auch, dass es auch in die andere Richtung mal geht. Bis zum nächsten Mal, lasst eine positive Bewertung da, schaut auf jeden Fall morgen wieder vorbei, dann kommt ein neues Video. Bis dahin und tschüss!